Wenn zwei sich lieben, gibt es bald auch ein Haus. Oder den Traum davon. So sind wir. Paare wünschen sich Kinder und träumen von Häusern. Die Liebe ist unübersehbar ein mächtiger Baustoff. Liebe ist kreativ. Liebe will gestalten. Sich verwirklichen, würden Philosophen sagen. Kurz, Liebe baut. Anfangs Luftschlösser, später Häuser. Und Paare mit eigenen Ideen bauen ihre eigenen Fischerhäuser. So ist das gemeint, mit Liebe bauen. Fischerhaus passt gut zu Bauherren, die eigene Vorstellungen haben. Wir sagen lieber Baupaare als Bauherren, weil meistens sind es ja zwei in einem Projekt. Hinter jedem Haus steckt eine Beziehung. Das heißt, Fischerhaus ist kein Kaufhaus, wo es Fertighäuser fertig von der Stange gibt. Außer ein Baupaar hat sich in eins unserer Musterhäuser verliebt. Obwohl, selbst dann ist es unwahrscheinlich, dass sie am Ende wirklich eine Kopie wollen. Weil ein Haus zu bauen beginnt bei uns mit Wünsch dir was. Ideen sammeln. Träume auf den Tisch. So geht's los. Und am Ende steht ein Haus, was sich zwei ausgedacht haben. Unterstützt von Mitdenkern von Fischerhaus. So kommt es, dass wir noch nie ein Haus wirklich zweimal gebaut haben. Über 13.000 Fischerhäuser gibt es inzwischen und nicht eins ist wie das andere. Also, seid ihr soweit? Ist es dran zu bauen? Ein Haus mit diesem einen besonderen Menschen? Seid ihr ein Baupaar? Dann lasst der Liebe ihren Lauf, kreativ und unternehmungslustig. Lasst uns mit Liebe bauen.